Hallo meine Lieben, wundert euch bitte nicht über meine Frisur, die ist so beabsichtigt. Und zwar teste ich ein YouTube-Tutorial, wie man Locken ohne Hitze macht. Dies habe ich zwar bisher erfolgreich mit Lockenwicklern gemacht, aber ich dachte mir, ich probiere mal was anderes, wie das aussieht, ob das hilft. Jedenfalls, es sieht erstmal komisch aus. Ich habe da ein Langarm-Shirt auf dem Kopf, das ich zusammengerollt habe, wie in dem Video. Das war schon mal nicht so einfach, das überhaupt so zusammenzurollen, wie sie das vorgemacht hat. Und dann Strähne für Strähne. Ich habe ziemlich dicke Strähnen genommen, ziemlich breite Strähnen, drumherum gewickelt. Immer wieder einmal drum wickeln, noch eine Strähne dazu nehmen. Ja, das habe ich in zwei Durchgänge gemacht, beziehungsweise ich habe zwei Versuche gestartet. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, ist nicht straff genug gezogen und irgendwie hatte ich auch Angst, kriege ich das denn wieder raus? Also habe ich es getestet. Es sah aber danach ziemlich chaotisch aus. Ich hoffe, ich kriege es morgen früh nach dem Schlafen, denn so werde ich damit schlafen müssen. Ob ich es dann morgen rauskriege und wie das Ergebnis aussieht. Ihr werdet es erfahren. Die Nacht ist vorüber, das T-Shirt vom Kopf genommen, die Haare ausgewickelt. Ja, und ich bin leider enttäuscht von der Variante. Ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Das kann natürlich sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwelche Fehler mir unterlaufen sind. Ich hatte die vorher angefeuchtet, die Haare ganz leicht mit einer Sprühflasche gut durchgekämmt und dann halt die Haare eingewickelt. Ja, aber wie ihr seht, wie meine Haare jetzt sind, sie sind eigentlich so, wie sie immer sind. Bisschen gewellt, so sind sie von Natur aus. Ja, das ist das Resultat. Hallo Prixius. Nicht wundern über diese Katze hier im Hintergrund, das ist Prixius. Das ist sein Platz. Ja, von mir jetzt leider Daumen runter zu diesem Tutorial. Aber seid weiterhin gespannt, was ich als nächstes testen werde, denn ich bleib weiter neugierig und teste gerne immer wieder alles. Lasst mir doch gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt.